is in my head, they tell me what to show. Do I rise or do I fall? I'm never sure who's my first port of call. Tired of waiting, tired of trying, but I'm Julia, 4 auf der 1. Tessa, Trüffelrisotto auf 11. Paco, Frühlingszwiebeln. Stöhnig passt besser auf. Und die Zwiebeln. Tessa, Knoblauch schnell. Iris, bist du dir sicher, dass der Kritiker kommt? Oh, er kommt. Aber... Und wenn wir hier keinen neuen Stern bekommen, werde ich ihn eigenhändig töten. Ich dachte immer, Kritiker kommen inkognito. Ich lebe nicht seit 20 Jahren in dieser Stadt, um nicht mehr zu wissen als jeder verdammte Nysticker. Okay? Safran fehlt. Iris, es ist 6 Uhr morgens. Was in aller Welt treibst du da? Riechst du das gerade? Was ist es? Du bist um 3 nach Hause gekommen. Du musst schlafen. Kommst nicht drauf? Ein Rinderfond mit Aronia-Beere in einem Moselriesling angedünstet. Mm. Probieren? Nein, danke. Mm. Mm, du verpasst was. Es ist verrückt. Ich bin aufgewacht und wusste, das ist es. Mm. Verrückt. Mm. Ist das ein Kuchen? Oh nee, nur ein kleiner Auflauf. Ein Auflauf, klar. Ich dachte, vielleicht nehme ich den noch schnell auf die Karte. Oh, Gregory. Oh nein. Ich habe schon wieder vergessen. Oh, ich bin so ein Idiot. Es ist leider kein Kuchen. Alles, alles Gute zu deinem Geburtstag, mein Liebling. Ich mach's wieder gut. Jetzt gleich. Danke. Ich schlaf noch eine Runde. Ach komm. Sei bitte nicht böse. Du, wenn der ganze Wirbel vorbei ist, dann... was? Das hört nie auf. Es ist ständig was. Und wenn nichts ist, fällt dir was ein. Aber ist doch für was ganz Besonderes. Du machst dich kaputt. Das stimmt doch nicht. Du merkst das gar nicht. Wie lange willst du dir das noch antun? Oh nein. Ah. Du, was hältst du davon, wenn wir am Wochenende mal wegfahren? Ein Lieferant von mir hat ein Haus mitten in den Bergen. Wunderschön. Ich rühre keinen Kochtopf an, nur dich. Wir gehen essen, anschließend machst du den Kamin an und dann werde ich dich ganz langsam und... Gregory! Kaffee, Schinken und 2 weiche Eier, bitte. Sonst noch was? Wie wär's mit ein bisschen Dankbarkeit nach letzter Nacht? Dankbarkeit? Wofür? Es war okay. Nichts, was ich noch nie hatte. Ich wusste nichts von einem Wettkampf. Na dann. Könnte ich vielleicht einen Espresso haben?
Himmelscheiße, ist das ein Bademantel oder eine Butlerkutte? Warum machen Sie sich Ihren Espresso nicht selber? Sie sehen nicht so aus, als ob Ihnen Bewegung schadet. Wie können Sie nur so mit mir reden? Ich bin Ihr Gast. Ja, offensichtlich so, dass Sie mich verstehen, nicht? So etwas wäre früher nie passiert. Ja, früher kam die Post auch mit der Kutsche. Ich will, dass das immer so bleibt. Was? Das. Du, ich, das Meer. Alles. Nichts dagegen. Los geht's! Voilà! Frische Croissants, O-Saft und ja, es gibt Bacon, nur weil du ihn so magst. Keine Ahnung, was dich daran so begeistert, aber mir muss er ja auch nicht schmecken. Setz dich. Kaffee? Nein, danke. Ich muss los. Jetzt schon? Und dein Frühstück? Danke. Sehe ich dich heute Abend? Ich weiß nicht. Es wäre mir wichtig. Ja, ich weiß. Das ist wirklich das letzte Mal, dass wir hier gebucht haben. Versprochen? Als Ihre Frau noch hier war. Der Druck ist noch nicht aufgebaut. Ohne Druck keine Energie. Im Zweifel fragen Sie Ihre Frau. Wir reisen schon heute ab. Ich werde Sie vermissen. Ich bin bald zu weit. Denk nicht zu viel nach. Wie sagt man, das Leben ist das, was passiert, während du darüber nachdenkst. Und du denkst viel zu viel nach. Quatsch mache ich gar nicht. Ich denk nicht zu viel. Ist der auf der Flucht oder sind das die Hormone? Ist es was Ernstes? Spielt's eine Rolle? Wenn es eine Rolle spielen würde, dann würde ich es ja wohl erfahren. Wie heißt er denn? Du weißt doch, wie er heißt. Er heißt George. Zufrieden? Gibt schlimmere Namen. Du musst heute noch einkaufen. Ich? Ja, Prinzessin, solange der Kühlschrank nicht selber zum Supermarkt fahren kann, wäre es eine schöne Idee. Außerdem sind noch andere Sachen zu erledigen. Du könntest ja wenigstens mal fragen. Wir sind hier nicht auf irgendeiner scheiß Baustelle von dir. Ja, leider. Sonst wärst du längst draußen. Tja, blöd, dass du auf Rente bist, wa, Opa? Nenn mich nicht Opa. Richard reicht. Jeff? Ja. Ja, ich will wissen, was mich die ganze Sache kostet. Nee, ja, nee, das interessiert mich nicht. Nenn mir eine Endsumme. Bist du bescheuert? Ich brauche nur einen Catering für meinen beschissenen Geburtstag. Ich will kein Schloss kaufen. $2000. Kein Cent mehr. Dann leck mich.
Was soll ich machen? Wie das alles? Das dauert doch Tage. Du wohnst hier, du isst hier, ich bezahle deine ganzen Eskapaden. Da ist doch wohl ein bisschen Mitarbeit nicht zu viel verlangt, oder? Ein bisschen Mitarbeit? Ich habe mich um das hier alles nicht gerissen und lange gucke ich mir das auch nicht mal an. Ach, machen wir jetzt Pläne, ja? Was fängst du denn diesmal nur an, ohne es zu beenden? Neues Studium oder wieder so ein Klimbim-Laden, den keine Sau braucht? Oder muss ich wieder eine Kaution hinterlegen, damit sie dich rauslassen, weil du irgend so ein scheiß Zeug geraucht hast? Ach, Gott. Karen, komm mal her. Karen! Morgen. Sie halten Ihr Restaurant also bis zum letzten Augenblick offen. Wirklich bewundernswert. Aber in 2 Tagen ist hier alles raus. Dann sind schon die neuen Mieter da. Ich wusste gar nicht, dass Sie Humor haben. Solange ich atme, ist es hier auch mein Restaurant. Ja, aber Ihnen ist längst die Luft ausgegangen. Es wäre einfacher gewesen, die Miete zu bezahlen. Dafür ist es allerdings zu spät. Ich sehe Sie in 2 Tagen wieder. Sind Sie auf Drogen? Wir haben die Miete immer bezahlt. Also von mir aus müssen wir uns in diesem Leben nicht mehr begegnen. Ja. Heute? Oh, verdammt, ja. Danke, ja. Wofür bezahle ich dich? Kaffee trinken? Auf geht's. Oh, Iris. Okay, ich muss dir was sagen. Später. Hey, Iris! Er fühlt sich auf wie so ein kleiner König, der gegen seinen Willen ein paar Gäste dulden muss. Dann schmeiß endlich alles hin. Oder willst du warten, bis er tot ist? Es ist dein Leben. Wir fliegen nach Australien, du und ich, morgen. Josh. Heute? Ist er der Grund? Was ist denn mit ihm? Wollte deine Mutter nicht auch weg? Lass meine Mutter da aus dem Spiel. Schon gut, schon gut. Scheiße, was soll das denn? Hey! Scheiße! Wo willst du hin? Komm. Ich kann hier nicht weg, ich muss arbeiten. Aber heute noch nach Australien wollen, ne? Spinner, gib mir die Schlüssel. Ich brauche das Motorrad heute Abend. Nein, was jetzt? Junge Frau, Sie haben seit 3 Monaten Ihre Leasingrate nicht bezahlt. Was soll ich machen? Ah, dann schleppen Sie einfach meinen Wagen ab, Mr. Norcross. Das ist nicht mehr Ihr Wagen. Jetzt nicht mehr. Gehen wir jetzt ins Detail, oder was? Ich brauche das verdammte Auto. Ich habe mir diese Verträge nicht ausgedacht. Und da geht wirklich gar nichts? Nein, da geht nichts. Tut mir leid. Wirklich? Na gut, ich könnte Ihnen möglicherweise etwas zurückdatieren. Aber ein bisschen müssten Sie zahlen. Kein Problem. Soll ich was unterschreiben? Nein, ich glaube nicht, dass das nötig ist. Hey, sag mal, hast du sie noch alle? Mach das nie wieder. Das nächste Mal würdest du nicht überleben. Thank you.
Diesen medizinischen Bullshit können Sie sich sparen. Reden Sie Klartext mit mir. Wie lange habe ich noch? Sie haben zu lange gewartet. Viel zu lange. Das beantwortet nicht meine Frage. Okay. Das beantwortet meine Frage. Kann ich mich nicht einfach nur mit dir zum Angeln verabreden? Was ist das bei euch? So ein böser Ahnungsgen? Pack deine Klamotten, wir sehen uns. Wo ist der Fond? Julia, brauchst du eine Sondereinladung? Beweg deinen Hintern, sonst kannst du bald wieder Würstchen wenden. Wo bleibt das Filet? Iris, wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Heute wurden keine Steaks geliefert. Und gestern auch nicht. Was? Der Lieferant sagt, er habe bereits seit Wochen kein Geld mehr gesehen. Wird diesen Idioten eigentlich nicht töten? Wie kann er behaupten, dass wir nicht zahlen? Schreib die Karte um und dann besorg mir eine Knarre für diesen. Verdammt! Oh. Mundfisch! Warum dauert es so lange? Gregory, wir kriegen keine Lieferung, weil angeblich nicht bezahlt wurde. Ausgerechnet heute. Mann, was ist da los? Ruf mich sofort an, wenn du das hörst, ja? Hast du sie gesehen? Ja, Gott, Harry. Wenn tote Menschen als Tiere zurückkommen würden, hau ich mir da ein paar Verwandte kaputt, wenn ich nachts auf Mückenjagd bin? Es ist ein heiliger Ort. Er nimmt, er gibt. Du weißt das. Ich bin Ingenieur. Was ich weiß, kann man berechnen. Okay? Deine Frau war anders. Sie kannte das Geheimnis. Mein Gott, noch mal. Hier gibt es kein verdammtes Geheimnis. Was es hier gibt, ist Wasser, Berge und Fische. Und wenn der Westwind gut ist, mehr Mücken als Tannennadeln. Sie hat es hier geliebt. Ja, offensichtlich war das der Grund, weshalb sie das haben wollte. Dieser Ort hat sie gerettet. Sie ist tot. Gerettet. Ist das vielleicht auch ein verdammtes Geheimnis oder liegt das an meinem Köder? Der Ort wird auch dich retten. Da muss er sich aber beeilen. Gib mir lieber den Köcher und hör auf mit diesem Hokuspokus. Na und? Geh ich eben essen. Hatte sowieso keine Lust auf Fischgeruch in der Küche. Ausgerechnet heute ist dieser Kritiker gekommen. Ich habe seit Tagen nicht geschlafen, ich bin sowas von durch den Wind. Na, mach doch nichts, dann ist eben mal heute kein Steak vorhanden. Vielleicht hast du ja Glück und der Kritiker ist Vegetarier. Ja, das ist so wahrscheinlich wie ein verheirateter Papst. Ah, ich verstehe das nicht. Gregory ist normalerweise immer so gewissenhaft. Aber in letzter Zeit? Ja. War ein bisschen viel im Job und wir ein bisschen wenig zusammen. Krise? Nein. Ja. Aber wird schon wieder. Wenn der Stress hier vorbei ist, dann... So fängt jede Lüge in einer Beziehung an. Wenn der Stress vorbei ist, dann... Glaub mir, wenn der Stress vorbei ist, dann ist alles andere längst auch vorbei. Die Reihenfolge spielt am Ende keine Rolle. Sagt der große Beziehungsexperte. Ich kenne euch beide doch lange genug. Immerhin sagt ihr, dass ein Mann, der ein paar Jahre mehr Erfahrung auf dem Buckel hat. Oh, entschuldige mich bitte. Denk dran, dass ich mit dir noch was anderes besprechen muss. Ich muss mich jetzt erst um den Kritiker kümmern. Ich wollte eigentlich Ihr wunderbares Engelsteak mit Rosmarinkartoffeln an Trüffelschaum, aber ich finde es nicht auf der Karte. Es tut mir leid, aber... Sie sind berühmt für Ihre Steaks.
Ich weiß. Also, was ist damit? Es tut mir sehr leid, aber wir haben heute keine Steaks. Aber gute Frau, das ist doch kein Fastfood-Restaurant, oder? Kann ich irgendwie helfen? Nein, danke. Ich denke schon. Richard, nein. Bitte nicht. Oh, warte mal. Ich denke, der gute Mann wird es vielleicht an einem anderen Abend noch mal versuchen, nicht? Oder? Schade. Wirklich schade. Wir haben noch frischen Lachs, Monkfisch, Haddock. Mit den Fischen ist heute irgendwas, nicht? Also. Bist du verrückt geworden? Wieso? Entschuldige bitte. Ich konnte dir ja kein Steak herzaubern, aber das Problem ist gelöst. Richard, Mann! Oh. Iris? Iris? Papiertüte, schnell! Hier. Atme da rein, okay? So lange, bis du wieder ruhig atmen kannst. Schon okay. Schon okay. Hey, sieh mich an. Sieh mich an. Alles wird wieder gut, Iris. Ganz ruhig. Es wird alles wieder gut. Das war's. Ist dein Stern wirklich so wichtig? Du hast ja keine Ahnung. Und der Preis, den du dafür zahlen musst? Richard, ich habe eine jahrelange Ochsentour hinter mir. Ich habe in jeder verdammten Küche gearbeitet, die mir eine Chance gegeben hat. Und jetzt bin ich hier die einzige Frau weit und breit mit einem Stern. Und wahrscheinlich die einzige Deutsche, die es geschafft hat. Und das soll ich jetzt einfach hinschmeißen? Ich würd's machen. Ich hab's nur zu spät begriffen. Das ist jetzt aber nicht das, was du mit mir besprechen wolltest, oder? Nein. Ich fürchte nur, dass das, was ich mit dir besprechen will, jetzt ein bisschen in einem ungünstigen Moment kommt. Na, schieß los. Gut. Würdest du bei mir auf der Lodge kochen? Ich will noch mal richtig Geburtstag feiern. Ich weiß, es ist unter deinem Niveau. Woher nimmst du das? Das Fleisch würde ich natürlich besorgen. Okay. Wird aber nicht billig. Geld spielt keine Rolle. Jackpot geknackt? Ja. Sowas in der Art. Vorstellen? Nee, danke, kein Bedarf. Aber Opa ist ein großer Fan von dem. Sie ist verunglückt. Wer? Meine Mutter. Du hattest recht, sie wollte weg. Sie hätte es wohl nicht mehr ausgehalten, hatte andere Pläne. Es war sein Wagen. Und sie war betrunken. Er hätte sie aufhalten müssen. Hatte aber nicht. Erzählst du mir das? Weil ich Durst habe? Und weil ich glaube, dass keiner auf mich aufpassen muss.
Niemand. Dein Leben? Deine Entscheidung. Happy Birthday, mein Schatz. Ich bin gleich da. Karen Schuster, meine Enkelin. Geradeaus. Danke. Und? Was war es diesmal? Hast du getrunken? Und wenn, ich bin alt genug. Und ich bin nicht gefahren, weil... Ja, weil? Ich hab dich was gefragt. Ich hatte einen Unfall, mir geht's nicht gut, okay? Aber gut genug, um schon wieder pampig zu sein. Bist du verletzt? Nicht schlimm. Ein paar Rippenprallungen und eine leichte Gehirnerschütterung. Komm morgen wieder raus. Warst du alleine oder bist du mit diesem hormongesteuerten Surfbubi, dem Josh, da? War der schuld? Ich glaube, ich sollte mir noch schnell irgendwelche Beschwerden ausdenken, oder? Du bist wie deine Mutter. Und du hast jetzt Angst, dass du ein zweites Mal versagst? Jetzt hör mal gut zu, meine Kleine. Mhm. Ich habe mir genügend Vorwürfe gemacht. Ich brauche niemanden, der mir neue macht. Ist das klar? Ich habe vielleicht damals nicht richtig hingeguckt. Aber ein zweites Mal wird mir das nicht passieren. Ja. Gute Besserung. Gregory, ich bin's nochmal. Ruf mich an, bitte. Müssen wir ihn leider mitteilen, dass... Was? Vollstreckungsbescheid? Räumungsklage?
Tut mir leid, Kleine. Aber ich kann das Versprechen nicht länger halten. Karen braucht jetzt jemand, der auf sie aufpasst. Was Amtliches? Habe ich wieder falsch geparkt, zu schnell gefahren? Oh, du machst so ein amtliches Gesicht. Du willst doch mit mir nicht wieder übers Land reden. Alles zu seiner Zeit. Das heißt? Karen. Karen? Was ist mit Karen? Ach, der Autounfall. Saß sie am Steuer? Nein. Das Auto war geklaut. Chief, ich hab Gäste. Ich kann nicht so lange warten, bis du mir... Körperverletzung. Peter Norcross. Dieser scheiß Autohändler? Sie hat ihn getreten. Karen? Warum? Genau das würde ich gerne von ihr erfahren. Ach, hör mal. Karen ist manchmal wie ein wildes Tier, aber sie wird doch nicht... Es wäre ihr zuzutrauen. Ist sie da? Nein. Ist im Krankenhaus. Ist nichts Schlimmes, sie kommt heute noch raus. Sie soll mich anrufen. Ja, ja. Und dieser Unfall, Richard, den behalten wir für uns. Die nächste Tour ist erst heute Nachmittag, oder? Ja, um 2:30. Es sei denn, ich habe hier noch einen Rundflug. 4 Franzosen. Hatten wir das nicht abgehakt? Willst du wirklich dein Leben lang Cargo von A nach B fliegen? Cargo quatscht nicht. Wenn alle so denken würden, könnte ich meinen Laden dicht machen. Warte kurz. War nicht einfach, dich zu finden. Richard. Lange nicht gesehen. Gut siehst du aus. Ja. Was kann ich für dich tun? Spar dir den Smalltalk. Du hast eine Tochter, Karen. Und ich will, dass du sie kennenlernst. Willst du mich verarschen? Sie ist jetzt 22 Jahre alt und lebt bei mir. Und ich schwöre dir, ich würde sonst was drum geben, dir das nicht sagen zu müssen. Wir müssen reden. Wir müssen nicht reden. Fuck off. Ist was passiert? Ich bin gerade Vater geworden. Ein Mädchen. Sie ist 22 Jahre alt. Also, ihr Chateaubriand, ganz ehrlich, ich habe wirklich selten etwas Vergleichbares gegessen. Jedenfalls nicht hier. Aber ihre Bilanz. Ja, was ist damit? Wir können leider nichts mehr machen. Können wir nicht auf die Wohnung eine neue Hypothek aufnehmen? Noch eine Hypothek? Iris,
Wissen Sie, wie viel Sie der Bank schon schulden? Hören Sie, es geht mich ja nichts an, aber hat Ihnen Ihr Mann nichts gesagt? Wir haben das getrennt. Er die Finanzen, ich die Küche. Verstehe. Ich will ehrlich sein. Sie sind pleite. Und ich weiß auch keinen Ausweg, jedenfalls keinen, bei dem ich Sie begleiten kann. Aber es kann doch nicht wahr sein. Gut, wir haben eine Menge investiert, aber das Restaurant läuft doch. Wir sind komplett ausgebucht. Ich glaube Ihnen, aber Ihre Ausgaben übersteigen Ihre Einnahmen. Was soll ich denn jetzt machen? Ich muss meine Leute zahlen. Meine Lieferanten, die verlassen sich alle auf mich. Schließen Sie den Laden so schnell es geht. Suchen Sie sich irgendwo eine Anstellung. Jemand wie Sie findet überall was. Stimmt's? Wenn ich aber gar nicht suchen will. Iris, Sie müssen. Lange nicht hier. Und? Schön. Hast du irgendwas? Ach, eigentlich wollte ich ja schon absagen. Bei mir ist gerade einiges los, weißt du? Ja, jetzt bist du ja da und das ist das Wichtigste. Mir reichen deine Sperrrips. Das war das Erste, was ich bei dir gegessen habe. In der kleinen Bude in der Combi Street. Erinnerst du dich? Ja, ja. Dein Englisch war noch schlechter als meins. Und ich werde nie vergessen, wie du und Gregory mir erzählt habt, dass hier mal ein Sterne-Restaurant stehen wird. Tja, das haben wir nicht geschafft. Wir mussten umziehen. Naja, 4 Straßen weiter, aber den Stern habt ihr. Ja, den haben wir. Deine Sperrrips waren das Erste, was ich gegessen habe. Und sie werden das Letzte sein. Erst kochen, dann mit Honig marinieren. Was? Das Rezept, deine Sperrrips. Sojasauce, Honig und Sojasauce und Chili. Oh, Scheiße. Ach Gott, ich... Die Indianer sagen, dass das hier ein magischer Ort ist. Ich weiß noch, wie wir es gekauft haben damals. Der Preis war im Keller wegen dieser Geschichten. Was für Geschichten? Dass man an diesem Ort erlöst werden kann. Und die Geister dich holen, wenn sie glauben, dass es soweit ist. Glaubst du dran? Du hast meine Frau und meine Tochter nicht kennengelernt. Ich habe beide hier verloren. Komische Erlösung, nicht? Aber dieses Land lässt mich nicht los. Ich wollte es schon ein paar Mal verkaufen, aber ich habe es nicht übers Herz gebracht. Ich habe eine Menge falsch gemacht in meinem Leben. Aber hier... Hier habe ich eine Menge richtig gemacht. Also doch ein magischer Ort. Ja, kann man so sehen.
Vielleicht findest du es ja raus, was hier passiert. Indem ich ein paar Spare Ribs grille. Indem du einfach hier wohnst. Klar. Und Gregory? Gregory hat dich doch verarscht. Das musst du doch langsam dämmern. Willst du so lange warten, bis bei dir das Räumkommando vor der Tür steht? Ich meine, nach allem, was du mir erzählt hast, da fackeln die nicht lange. Ich muss zurück in die Stadt. Und? Was und? Willst du ein Zimmer mit Aussicht auf die Bucht? Wir müssen reden. Wenn du mir irgendwelche Vorwürfe machen willst, spreche rein. Der Chief war hier. Norcross hat dich angezeigt. Was? Das Arschloch hat mich angezeigt? Vielleicht erzählst du mir jetzt erstmal was, was ich noch nicht weiß. Ich habe keine Ahnung, warum manche Typen denken, ich wäre ein scheiß Selbstbedienungsladen. Das musste ich Norcross nur mal klar machen. Das war's. So wie damals bei diesem, was war der noch, Studiumkollegen, den du ins Krankenhaus befördert hast. Hat mich eine Menge Geld gekostet. Norcross ist ein Arschloch. Ja. Der hat einen Tritt kassiert und das war's auch. Aber er hat's auch verdient. Mein Gott, wann wirst du endlich erwachsen? Ich kann nicht ein Leben lang auf dich aufpassen. Das habe ich auch nie verlangt. Und wann kriegst du endlich mal mit, dass ich schon längst erwachsen bin? Ich brauche keinen Babysitter. Okay. Irgendwann muss ich dir ja doch sagen, ich... Hier ist was drin, was da nicht reingehört. Wie, was denn? Ich... Nein. Das geht nicht, das kannst du doch nicht machen. Ich muss noch mal zum Auto. Ich glaube, ich habe nicht abgeschlossen. Josh, ich brauche die Nummer von dieser Band. Klingt das wie ein Joke oder was? Ich brauche verdammt nochmal diese Nummer! Und hör auf, Fragen zu stellen! Nein, es ist alles in Ordnung. Ja. Ich will, dass diese Band hier spielt und wenn das das Letzte ist, was ich tue, okay? Ja. Einen Live-Mitschnitt wollt ihr machen?
Hey, das ist der Geburtstag von meinem Opa und kein Auftritt auf dem 70.000 Tons of Metal Festival. Glaub mir, was du uns zahlen kannst. Reicht nicht. Ach, kommt schon. Ihr wärt doch nicht hier, wenn ihr kein Interesse hättet. Das ist ein einmaliger Platz da draußen. Ein heiliger Ort der First Nations. Und Richard kann euch alles über Led Zeppelin erzählen. Der ist eine Zeit lang auf jedes Konzert nachgereist. Tja, also, was meint ihr? Hey, ihr jammt da ein bisschen, habt eine gute Zeit. Richard hat den besten Singemart an der ganzen Westküste. Ihr könnt auch in der Lodge pennen. Und am nächsten Morgen springt ihr ins Wasser, ein bisschen ausnüchtern. Und wenn's sein muss, dann tanze ich auch nackt für euch. Okay, war ein Scherz. Also, was ist jetzt? Okay. Ja? Ja. Oh, danke. Ja? Oh, Gregory, endlich! Wo bist du? Ich bin im Krankenhaus. Was? Was ist passiert? Das kann ich dir jetzt nicht erklären. Nein. In welchem Krankenhaus bist du? Guten Tag, ich hätte gerne mehr. Gregory! Mann, was ist passiert? Was hast du? Es geht mir gut. Bitte, setz dich. Nein! Bitte. Verdammt, ich will jetzt endlich wissen, was los ist. Gregory, sprich mit mir. Seit gestern quatsche ich dir die Mailbox voll, du rufst noch nie mal zurück. Ich hab sogar bei deiner Arbeit angerufen. Ich arbeite da nicht mehr. Ja, das habe ich dann auch mitbekommen. Was zum Teufel ist passiert? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Oh. Dann fange ich vielleicht mal an. Unser Konto ist eingefroren. Wir haben überall Schulden. Die machen das Restaurant dicht. Unsere Wohnung. Alles weg. Iris, es tut mir so leid. Verdammt, Gregory, was ist los? Sir, könnten Sie bitte mitkommen? Wir müssen einen Kaiserschnitt machen und Ihre Freundin möchte, dass Sie dabei sind. Warum hast du mir nicht früher von dem Kind erzählt? Weil ich es Anna versprochen habe, es nicht zu tun. Sie hatte nämlich keine Lust, die Kleine mit so einem Penner wie dir zu teilen. Und warum hat Anna es mir dann nicht selbst gesagt, dass ich eine Tochter habe, for fuck's sakes? Sie ist tot. Seit wann? 10 Jahre, 6 Monate, 3 Tage. Autounfall. Und Karen? Karen braucht jetzt jemanden, der auf sie aufpasst. Sie zieht jede Scheiße an wie ein Kuhfladen, die fliegen.
Ich kenne sie doch gar nicht. Sie ist deine Tochter, verdammt nochmal. Jetzt lass sie dich bitte auch noch im Stich. Ich habe Anna nicht im Stich gelassen. Sie hat mit mir Schluss gemacht. Ich wollte Anna mit nach Deutschland nehmen. Aber sie wollte nicht. Ich musste weg wegen meiner Dienstpflicht. Und dass sie schwanger war. Ich meine, sie hätte es mir sagen sollen. Sag mal, warum hast du deinen Schwur gebrochen? Sagt dir der Begriff T4-Tumor was? Richard. Oh Gott. Das tut mir wirklich sehr leid. Das ist... Ja. Okay. Komm. Lass uns gehen. Hey, warte mal. Warum bist du so sicher, dass ich mitkomme? Und wenn es das Letzte ist, was ich mache? Ich bringe dich zu deiner Tochter. Gehst du? Ja. Und kommst du wieder zurück? Ich muss meine Tochter kennenlernen. Ich bleibe ein paar Tage dort. Okay? Adrian? Ist dir klar, dass dir in unserem Haus kein einziges Möbelstück gehört? Wie kommst du jetzt da drauf? Weil ich will, dass sich was verändert. Ein Stuhl, ein Bücherregal, Bilder, irgendwas. Ich will nicht, dass du eines Tages einfach abhaust und noch nicht mal zurückkommen musst, um etwas abzuholen. Verstehst du? Ich bin nicht nur eine Adresse, okay? Warum bist du eigentlich nicht mehr bei der Armee? Ach. Ja. Naja, wir haben ja dann noch eine Menge Zeit, da können wir schön quatschen. Das ist Karen. Lass mich es ihr sagen. Sie sieht aus wie Anna. Ja, hat sie Glück gehabt. Ich möchte sie mir nicht vorstellen, mit eingehen. Karen? Das ist Adrian. Ah, hi. Sprechen das nicht so ihr Ding, oder? Schon. Er wird einige Zeit bei uns bleiben. Und Gast? Ja, sozusagen. Okay. Na dann, viel Spaß. Ja. Du musst es ihr sagen. Oder soll ich? Ich bin kein Rennpferd. Ich brauche ein bisschen Anlauf. Was wollen Sie mit dem albernen Wisch? Sie können nicht los? Einfach. Die wollen alles ausräumen. Ich gebe Ihnen 2 Sekunden Zeit, dann sind Sie hier raus. Ich habe hier einen richterlichen Räumungsbeschluss. Raus hier, das ist immer noch mein Lokal. Dann eben auf die harte Tour. Mhm. Das ist doch ein Missverständnis.
klärst das doch auf, oder? Es ist doch noch immer dein Restaurant. Habt ihr Hunger? Schönes Teil. Deine? Fährt der noch? Name. Ja. Ich kann jetzt nichts essen. Oh doch. Willst du, dass diese Aasgeier meine Maispoulade kriegen, meine Calvados-Scampis oder den geilsten Barolo dieser Welt? Sie werden nichts kriegen. Und jetzt haut rein. Ich will, dass hier kein einziger Bissen übrig bleibt. Auf uns. So. Reisen Sie alleine? Nein. Ach, kommt noch jemand? Nein. Okay, das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Sorry. Kein Problem. Alles gut. Wo ist mein Zimmer? Ich zeig's Ihnen. Wir können uns duzen. Sicher? Ja, aber... ich brauch keinen Grund. Kommen Sie. Du. Okay. Die haben dich tatsächlich aus dem Restaurant getragen? Ich wusste gar nicht, dass du so Rebellisches an dir hast. Er hat mich verletzt wie noch kein Mensch zuvor. Eigentlich müsste ich ihn jetzt hassen, aber ich hasse ihn nicht. Ich glaube, er wollte mir nicht wehtun. Himmel, was bist du für eine Frau? Kommt mir bekannt vor. Ich war immer unterwegs, auf allen Baustellen dieser Welt. Weihnachten war ich zu Hause und ein paar Wochen im Sommer. Zu wenig, um was mitzubekommen, als meine Frau krank wurde. Da hat sie mir nichts gesagt, um mich nicht zu belasten. Mich. Paradox, oder? Sie hat dich geliebt. Deshalb sagt man sich sowas nicht. Obwohl, ja, wahrscheinlich war das der Grund. Als sie es mir sagte, hatten wir nur noch ein paar Wochen. Ich habe mich frisch in sie verliebt. War wieder alles wie am Anfang. Alles da, alles zu spät. So, und jetzt? Weiß nicht. Ich schätze, wenn wir hier weiter so rumsitzen, wird dein Geburtstag nichts Besonderes. Du bist ja noch feiern, oder? Allerdings. Ja? Hallo, Karen. Hi. Iris wird eine Zeit lang bei uns wohnen. Zeig ihr bitte das Zimmer im Eck. Also wenn das so weitergeht, haben wir hier bald mehr Mitbewohner als Gäste. Ist nur vorübergehend.
Sicher? Ganz sicher. Danke. Okay, ich geh ins Bett. Nacht. Nacht. Nacht, Opa. Wann sagst du es ihr? Bald. Glaubst du wirklich, sie braucht noch jemanden, der auf sie aufpasst? Denkst du, ich hätte dich hergeholt, wenn ich davon nicht überzeugt wäre? Gut geschlafen? Gut genug? Ich brauche einen Kaffee. Morgen, Karen. Kann ich auch einen haben? Bitte? Ich wohne hier mehr nicht, okay? Bedient euch selber. Okay. Bitte sehr. Ah, verdammt gut. Aber ein bisschen früh für sowas. In unserem Alter sollten wir die angenehmen Dinge des Lebens nicht allzu lange hinausschieben. Also. Cool. Wo brennt's diesmal? Wer sagt, dass es brennt? Du besuchst mich aus zwei Gründen. Entweder du willst Lachsfischen gehen oder es brennt. Und Lachsfischen gehen willst du jetzt nicht. Schuldig im Sinne der Anklage, so heißt es doch bei euch, oder? Überlass das Juristische mir. Erzähl du einfach, was los ist. Ich bin ein Freund von Aufgabenteilung und das hat sich stets bewährt. Es sind zwei Dinge. Erstens, Karen. Was hat sie denn schon wieder verbrochen? Körperverletzung. Sie hatte ihre Gründe. Mhm. Sie findet für alles irgendwelche Gründe. Und zweitens? Der wird dich überraschen. Willst du wieder heiraten? Ich sagte überraschen, nicht schocken. Und nebenbei gesagt, wen sollte ich denn bitte schön heiraten? Stimmt, mein Fehler. Wer sollte auf einen alten Waschbären wie dich noch scharf sein, hä? Also? Karen! Wer ist das? Kein Helm? Hä? Setz einen auf. Spiel mir jetzt Babysitter oder was? Setz ihn auf, bitte! Hey, Mister, wir haben es eilig, okay? Was willst du? Können wir reden? Ich bin froh, dass wir wie Erwachsene miteinander reden können. Ja. Ja, es ist auch für mich eine seltsame Situation. Mhm, für dich auch. Junge oder Mädchen? Das spielt doch jetzt keine Rolle. Junge oder Mädchen? Ein Mädchen. Jasmin.
Gratuliere. Bist du so feig? Hättest du dieses Versteckspiel endlos weitergeführt? Natürlich nicht. Es war nie der richtige Zeitpunkt. So wie wir nie den richtigen Zeitpunkt für ein gemeinsames Kind gefunden haben. Weißt du, was ich nicht verstehe? Wie du nach all den Jahren nicht den Mumm hast, mir die Wahrheit zu sagen, mit mir ehrlich umzugehen, anstatt hinter meinem Rücken die Schwangerschaft deiner Freundin zu begleiten und unsere Ehe kommentarlos vor die Hunde gehen zu lassen. Ich wollte dir nicht wehtun. Es war nicht geplant, es ist einfach passiert. Nichts passiert einfach so, du hast es zugelassen. Und mir diese widerliche Komödie vorgespielt. Und ich, Idiot, hab nichts bemerkt, nichts. Hab dir in allem blind vertraut. Auch in geschäftlichen Dingen, wie blöd kann man sein? Tja, weißt du, unsere Ehe stand auf deiner Prioritätenliste schon lange nicht mehr oben. Dafür habe ich die Höchststrafe verdient, von dir belogen, betrogen und hintergangen zu werden. Erwartest du Besuch? Nein. Sind nur die neuen Eigentümer dieser Wohnung. Wollen jetzt mal vermessen. Herrlich. Zwangsräumung. Muss man mal erlebt haben, oder? Tut mir leid. Danke. Das tut mir jetzt richtig gut. Kann ich dir helfen? Beim Parken? Bitte nicht. Du hast ja jetzt genug zu tun. Bist du wirklich sicher? Gib schon her. Sag mal, die alte Fliegenroute, kriege ich die? Aber nur, wenn du bei jedem verdammten Lachs daran denkst, dass du ihn ohne mich nicht gefangen hättest. Den wir besprochen haben? Immer mit dem Kopf durch die Wand. Wieso? Mir gefällt's. Ich bin noch nicht in dem Alter, wo Musik nur ein Einschlafmittel mit Noten ist. Ich wundere nur, wie sie die Jungs hier auf die Lodge gelockt hat. Ja? Respekt, hätte ich ihr nicht zugetraut. Na? Bedeutet ihm echt eine Menge, dass du das machst. Wer hat den ganzen Morgen davon gequatscht? Ich mag ihn. Wen von beiden? Dein Großvater. Mhm. Ach, na, Sie sind ja mutig, junger Mann. Betrachten Sie es als Geschenk, dass wir beide nur reden. Cool, danke. Ach, und wenn Sie sich hier amüsieren wollen, dann tun Sie es diskret, ja? Hey. Wow, sieht super aus. Solltet ihr öfter machen. Ja. Bleibt aber einzigartig. Wieso? Tust du ihr weh? Tu ich dir weh? Mann, verpiss dich, was soll das? Ich sage das nur einmal. Thank you.
Danke. Bitteschön. Du hast ein Restaurant in Yale Town. Unicorn, ja. Schick. Leider nicht meine Preisklasse, aber... Meine auch nicht. Sehr witzig. Es wurde geschlossen. Warum? Ganz schön neugierig. Sorry. Kein Problem. Und warum bist du hier? Ganz schön neugierig. Oh, sorry. Kein Problem. Loslassen! Ja. Kann ich mal kurz mit dir sprechen? Ja. Gut. Wieso führst du dich ständig so auf, als wärst du verantwortlich für mich? Du bist hier nur ein Gast. Und so wie es aussieht, noch nicht mal ein Zahlen da. Wie kannst du es dann wagen, meinem Freund zu drohen? Richard hat nicht mit dir geredet, oder? Was auch immer Richard mit mir zu besprechen hat, ich wüsste nicht, was dich das angeht. Wie wär's das Liebste, du packst ganz schnell dein Köfferchen und machst eine Fliege. Deine Mutter und ich. Es ist schon lange her. Ziemlich genau 23 Jahre. Red doch keinen Scheiß, du willst mir doch jetzt nicht sagen... Doch. Genau das. Und jetzt tauchst du hier auf? Und denkst dir, hey, mal gucken, was aus meinem kleinen Töchterchen geworden ist? Karen, ich wollte dich kennenlernen. Und? Zufrieden? Die Spannung kann ja nicht allzu groß gewesen sein, wenn du erst jetzt hier auftauchst. Ich fass es nicht. Weißt du, ich habe mir jahrelang einen Vater gewünscht. Aber das ist lange her. Hau ab, hier gibt's nichts für dich. Ich wusste nicht mal, dass es dich gibt. Bis gestern. Ist das wahr? Was willst du von mir? Soll ich gleich mitkommen? Bevor du abtrittst, wolltest du mir deinen schnellen Daddy besorgen? Ist es das? Oder bist du rein zufällig über meinen Erzeuger gestolpert und dachtest dir, hey, stimmt, Karen hat ja noch einen Vater, den bringe ich ihr gleich mal mit? Ich dachte, es ist richtig, dir diesen Kerl vom Leib zu halten. Und jetzt plötzlich siehst du es anders? Schätze, ich habe mich geirrt. Gib ihm eine Chance. Mir zuliebe. Du bist schon echt eine Nummer, das muss ich dir lassen. Du entscheidest einfach, ob ich einen Vater haben darf oder nicht. So wie es dir gerade in meinen Kram passt. Spielst du den lieben Gott und ich bin die dumme Pute. Mit mir kann man es ja machen, ne? Und jetzt setzt du mir diesen Erzeuger vor und hast auch noch die Frechheit, mir diesen großväterlichen Rat zu geben, dass ich ihm eine Chance geben soll? Aber so war es nicht gemeint. Aber wie war es denn gemeint? Entschuldige. Ich habe Scheiße gebaut. Zufrieden? Happy Birthday. Child, you're gone without a trace. I wanna know where you have gone, girl. I hope you found a better place. Woo! Lass uns gehen. Jetzt? Was ist denn los? Lass uns bleiben. Komm. Nicht jetzt. Schlechter Zeitpunkt. Es ist seine Party. Es geht nicht um dich, okay? Liebe. Okay. Meine lieben Freunde,
liebe Gäste, liebe Nachbarn, liebe Feinde, egal wo ihr euch jetzt gerade versteckt, mögen die Grizzlies eure Fährte aufnehmen und euch in eure fetten Ärsche beißen. Ihr habt keine Angst, ich hasse Reden, ich mache es kurz. Ich will mich nur bei euch bedanken für alles. Einen ganz besonderen Dank möchte ich aber dieser wunderbaren Lady schenken, die uns die besten Spare Ribs der Welt serviert hat. So, und jetzt, Karen, bist du dran. Ich möchte mich bei meiner wunderbaren Enkelin bedanken, die mir jeden Tag klar macht, dass man zwar einen Mustang zähmen kann, aber sie nicht. Ja, Karen. Karen, du bist wie dieses Land hier. Man wird es nie richtig verstehen, aber man ist von Anfang an unsterblich verliebt. Er wird nicht mehr lange leben. Du weißt es. Das ist seltsam. Ich habe das Gefühl, dass ich alles irgendwie anders wahrnehme, seit ich hier bin, glaube ich. Scheißende Angst. Aber nicht vorm Sterben, sondern dass ich als Grizzly wiedergeboren werde. Ich hasse Grizzlies. Riechen nach ranziger Butter, haben eine scheiß Frisur und denken den ganzen Tag ans Fressen. Aber wenn du einer wirst, dann gibst du mir ein Zeichen, ja? Wäre schade, wenn ich dich treffe. Piu. Mama hätte das auch gefallen. Ja. Sie mochte feiern. Wüsste manchmal gern mehr über sie. Weißt du, wo Richard ist? Nein. Opa? Opa? Morgen, Mann. Was ist los? Keine Ahnung. Richard ist nicht zu finden. Hm.
Ich würde dir gerne ein Plätzchen anbieten. Aber ich werde dir einen eigenen Stuhl besorgen. Danke, aber nicht nötig. Bleib ja nicht für immer. Ach, wer weiß. Vielleicht doch. Wo willst du hin? Ich werde dich mal mit den Geistern allein lassen. Ich denk, du glaubst nicht dran. Ach, weißt du, in meiner Situation ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man sich alle Optionen offen hält. Außerdem habe ich noch eine Verabredung. Also gut, das ist nicht die offizielle Testamentseröffnung, aber ich halte es für sinnvoll, dass ihr vorab einige Details erfahrt. Wenn du damit auf das Wunder anspielst, dass ich nach 22 Jahren ein Vatergeschenk bekommen habe, das weiß ich schon. Aber was ist denn mit ihr? Er hat sie so sehr gemocht, dass er sie ebenfalls bedacht hat. Das ist nicht wahr. Doch, es ist wahr. Er hat gesagt, dass manche Menschen zu ihrem Glück gezwungen werden müssen. Richard hat eine Menge Fehler. Er hätte problemlos noch Dutzende davon abgeben können. Aber eines konnte er sehr gut. Er hatte einen guten Blick für Menschen. Und was ihnen fehlt. Es ist noch nicht amtlich, aber ich glaube, ich kann jedem von Ihnen schon jetzt zu einem Drittel der Lodge gratulieren. Mhm.
Und wenn ich nicht annehme? Ich fürchte, dann kommt Richard noch mal zurück und wäscht Ihnen gehörig den Kopf. Das würde ich lieber nicht riskieren, an Ihrer Stelle. Verfüge ich, Richard Schuster, dass meine Lodge und sämtliche Vermögenswerte zu gleichen Teilen an Adrian Gallister, Miss Iris Lebahn und meiner Enkelin... Wir kennen uns überhaupt nicht. Wie soll das denn gehen? Was wird denn das jetzt? Musst du nicht irgendwie ein Vorbild für mich sein oder so? Muss ich? Ja, verdammt, du bist mein Vater. Das ist ja wohl das Mindeste, was ich verlangen kann. Nein, danke. Ich denke, einer muss jetzt hier einen kleinen Kopf bewahren. Crossroads, they come and go. The voices in my head, they tell me what to show. Do I rise or do I fall? Never sure who's my first port of call. Tired of waiting, tired of trying, but I'm still hoping I'm still flying. Cause I'm starting over. Got so many reasons why I need to finally start to live. Oh, oh. The voices in my head, they tell me what to show. Do I rise or do I fall? I'm never sure who's my first port of call. Tired of waiting, tired of trying, but I'm Julia, vor auf der 1. Fessa, Trüffelrisotto auf 11. War gut, Frühlingszwiebeln. Stöhnig passt besser auf. Und die Zwiebeln! Tessa, Knoblauch schnell. Iris, bist du dir sicher, dass der Kritiker kommt? Oh, er kommt. Aber... Und wenn wir hier keinen neuen Stern bekommen, werde ich ihn eigenhändig töten. Ich dachte immer, Kritiker kommen inkognito. Ich lebe nicht seit 20 Jahren in dieser Stadt, um nicht mehr zu wissen als jeder verdammte Newsticker. Okay? Safran fehlt. Iris, es ist 6 Uhr morgens. Was in aller Welt treibst du da? Riechst du das gerade? Was ist es? Du bist um 3 nach Hause gekommen. Du musst schlafen. Kommst nicht drauf? Ein Rinderfond mit Aronia-Beere in einem Moselriesling angedünstet. Mm. Probieren? Nein, danke. Mm. Mm, du verpasst was. Ist verrückt. Ich bin aufgewacht und wusste, das ist es. Mm. Verrückt. Mm. Ist das ein Kuchen? Oh nee, nur ein kleiner Auflauf. Ein Auflauf, klar. Ich dachte, vielleicht nehme ich den noch schnell auf die Karte. Oh, Gregory. Oh nein, ich hab's schon wieder vergessen. Oh, ich bin so ein Idiot. Es ist leider kein Kuchen. Alles, alles Gute zu deinem Geburtstag, mein Liebling. Ich mach's wieder gut. Jetzt gleich. Danke. Ich schlaf noch eine Runde. Ach komm, sei bitte nicht böse. Du, wenn der ganze Wirbel vorbei ist, dann... Dann was? Das hört nie auf. Es ist ständig was und wenn nichts ist, fällt dir was ein. Aber ist doch für was ganz Besonderes. Du machst dich kaputt. Das stimmt doch nicht. Du merkst das gar nicht. Wie lange willst du dir das noch antun? Oh nein. Ah. Du, was hältst du davon, wenn wir am Wochenende mal wegfahren? Ein Lieferant von mir hat ein Haus mitten in den Bergen. Wunderschön. Ich rühre keinen Kochtopf an, nur dich. Wir gehen essen, anschließend machst du den Kamin an und dann werde ich dich ganz langsam und... Gregory! Thank you.
Kaffee, Schinken und zwei weiche Eier, bitte. Sonst noch was? Wie wär's mit ein bisschen Dankbarkeit nach letzter Nacht? Dankbarkeit? Wofür? Es war okay. Nichts, was ich noch nie hatte. Ich wusste nichts von einem Wettkampf. Na dann. Könnte ich vielleicht einen Espresso haben? Himmelscheiße, ist das ein Bademantel oder eine Butlerkutte? Warum machen Sie sich Ihren Espresso nicht selber? Sie sehen nicht so aus, als ob Ihnen Bewegung schadet. Wie können Sie nur so mit mir reden? Ich bin Ihr Gast. Ja, offensichtlich so, dass Sie mich verstehen, nicht? So etwas wäre früher nie passiert. Ja, früher kam die Post auch mit der Kutsche. Ich will, dass das immer so bleibt. Was? Das. Du, ich, das Meer. Alles. Nichts dagegen. Los geht's! Voilà. Frische Croissants, O-Saft und ja, es gibt Bacon, nur weil du ihn so magst. Keine Ahnung, was dich daran so begeistert, aber mir muss er ja auch nicht schmecken. Setz dich. Kaffee? Nein, danke. Ich muss los. Jetzt schon? Und dein Frühstück? Danke. Sehe ich dich heute Abend? Ich weiß nicht. Das wäre mir wichtig. Ja, ich weiß. Das ist wirklich das letzte Mal, dass wir hier gebucht haben. Versprochen? Als Ihre Frau noch hier war. Der Druck ist noch nicht aufgebaut. Ohne Druck keine Energie. Im Zweifel fragen Sie Ihre Frau. Wir reisen schon heute ab. Ich werde Sie vermissen. Ich bin bald zu weit. Denk nicht zu viel nach. Wie sagt man, das Leben ist das, was passiert, während du darüber nachdenkst. Und du denkst viel zu viel nach. Quatsch mache ich gar nicht. Ich denk nicht zu viel. Ist der auf der Flucht oder sind das die Hormone?